Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest. Wir waren hier gerade in Megara stehen geblieben mit der Ausfragung von allen Leuten. Und wir machen hier oben weiter. Hallo Freund. Wieso wirst du mir als... Ich weiß es nicht. Okay, hier oben ist eine Quest. Die machen wir jetzt gleich mal. Mädchen, geh da hin! Alle sprechen über die Untoten, die lebenden Knochen, die uns angreifen. In Megara hört man viele Gerüchte, aber ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, woher sie kommen. Eines Nachts kroch ich vor dem Morgengrauen hinaus und folgte ihnen leise. Es gibt die Ruinen einer alten Stadt der Mycenäer, die wir Alt-Eleusis nennen. Dort gingen sie hin, und dorthin folgte ich ihnen und beobachtete, wie sie durch die alten Steintore gingen. Dankeschön, jetzt hat er auch auf einmal eine Quest, ich hab keine Ahnung warum. Egal, machen wir sie mal. Alt-Eleusis? Das erinnert mich an einen alten Mythos, den man über die Ruinen erzählt. Es heißt, dort herrschen drei Brüder, drei Prinzen. Aber in ihrem Hochmut verärgerten sie den Gott Apollon. Er belegte sie mit dem Fluch, dass sie nie den Hades betreten, sondern nur als ruhelose Untote in Alt-Eleusis umherziehen dürfen. Ah, okay. Das hat sozusagen eine Aktualisierung. Und jetzt sind wir gleich auch schon wieder aus Megara raus. Und hier gibt es voll den Stress. Gleich erstmal aufs Maul. Ich glaube, hier war doch so ein... Okay, der Typ ist random übrigens. Den wir zweimal bekämpfen mussten. Diesen komischen Knochen-Untoten da. Den mussten wir nur einmal bekämpfen. Beim ersten Mal war der nicht da. Doch, beim ersten Mal war der da. Nein, das war ganz normaler Boss. Was? Da bist du sogar noch fast dran gestorben. Das war ein ganz normaler Gegner. Nein, das war ein großer Skelettgegner. Ja, das war ein ganz normaler. Der Bossgegner war erst beim zweiten Mal da. Ah, Katzenmensch, also Katzenmensch. Ich bin ziemlich sicher, dass es beide Male der gleiche Gegner war. Welcher Pfad war denn das? 7? 8? Ich hab keine Ahnung. Könnte auch später gewesen sein. In Part 7 sind wir in TGA. Guck mal Part 11 nach. Hauptsache ich vergesse wieder einen Health-Trank zu nehmen. Besser gesagt zu healen, weil ich bin ja Healer. Ja klar, sie läuft dann auch 2 Meter weg und ich treffe sie nicht mehr. Was eine Asi-Schlampe. Richtig Bock auf Musik übrigens. Und ich sage immer noch viel zu wenig, weil ich gerade einfach überhaupt nichts zu erzählen habe. Nein, in Part 8 waren wir da das erste Mal und da war der ganz normaler exhumierter Totenmörder und kein Heldenmonster. Ne, im zweiten Part war da auch kein Heldenmonster. Doch, da war ein Heldenmonster. Guck nach. Okay, wir sind in Part 8 schon da, das ist heftig. Warte, wir sind von einem Part von Tegea nach Megara gelaufen? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt 3 gebraucht. Oh, hier ist auch noch ein exhumierter Toter. Wow, fuck. Entschuldigung. Doch, da ist ein Heldenmonster. Mörderknochen war da. Okay, gut. Ich dachte, das wäre beide mal der gleiche gewesen. Ich mag es übrigens nicht mal, dass man den angegriffen hat, auch wenn der Gegner schon tot ist. Das ist scheiße. Wie ist Alice Madness Returns? Keine Ahnung, was ist denn das? Ein kostenloses Spiel? 5 Euro Spiel. Ach, du bist am überlegen, ob du es dir holst oder was? Nee, eigentlich nicht. Ich bin überlegen, ob ich es mir einfach kaufen soll. Nicht, ob ich es mir hole. Ach so, ob du es dir kaufen sollst, ja. Hydrophobia, nur 50 Cent. Ja, da war ich ja schon. Ja, genau, gegen solchen Vögel mache ich solche. Genius. Schnell raus aus der Giftwolke. Halt die Fresse oder ich töte dich. Super Meat Boy ist im Angebot für 12,60 Euro. Ja, so ein schönes Spiel. Wir haben es ja nur günstiger gekauft. 3,50 Euro oder so eine Boxed-Version? Nein, ich habe mehr ausgegeben. Viel mehr.
Alter, Hauptsache hier ist ein Garklos der Grablose. Alter, wie der mich bumst. Bin gerade schon fast gestorben. Okay, sorry, das erlebt. Den kann ich übrigens nicht verseuchen. Wen? Ja, den Garklos, den Grablosen. Ist vielleicht, ein, weil er kein Grab hat? Ist ein Spuk. Soll ich mir Gumball Tournament für 20 Cent holen? Was für ein Spiel? Gumball Tournament für 20 Cent. Es kostet 20 Cent, frag nicht. Ich kauf sie einfach. Das ist richtig hässlich, das kaufe ich mir auf gar keinen Fall. Kishi hat das Spiel schon, ne? Spasti. Woher hat das? Wahrscheinlich hat das sich gekauft und hat so gedacht, wow, das kann selbst ich mir auf 2 Monatsraten nur leisten. Nein, nicht mehr auf 2 Monatsraten. Stimmt, 4. Ja, das nutze ich für gerade sagen, mindestens 4, eher 5. Alter, ernsthaft, 20 Cent, weißt du, wie viel Essen du dafür kriegst? Nichts? Ja. Ich krieg eine Scheibe Salat. Ja, Salat wird heutzutage in Scheiben verkauft. Bin tot. Warum? Weil ich brenne. Die haben mich gerade ernsthaft fast getötet, Alter. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Ich hab keinen Hund mehr, doch habe ich sogar noch. Okay. Hauptsache, die machen mir so derbst viel Schaden, Alter. Dass ich gerade mich zweimal geheilt habe und 2 Gesundheitstränke nehmen musste. Nein, ist Red Faction gut eigentlich? Tot. Weiß ich nicht. Hundi ist tot und Alter hat er viel Schaden gemacht. Oh, einen mörderischen Kurzbogen. Geil. In grün. Den ich nicht benutzen kann, weil er Spielerstufe 18 ist. Und übertrieben schlecht. Ja, beste Waffe überhaupt. Wie schlecht? 23 Schaden. Geht doch voll. Ich habe im LPT einen mit 40 Schaden, den ich mit Stufe 12 benutzen kann. Hat der welche anderen guten Stats, der Grüne? Nein. Er hat ansonsten noch ja 20% Schaden plus. Was dann auch nicht so unbedingt viel ist. Ungefähr 5. 5% Wahrscheinlichkeit für 25% Reduzierung der Lebenskraft des Feindes. Und 52 Angriffsagilität. Nein, Angriffsqualität. Das ist alles nicht furchtbar viel. Also gut ist anders. Gut, dass ich nicht viel zu wenig Energie habe oder so. Gut, dass man Agrarsimulator nicht startet. Der alte oder der neue? Also alte Agrar oder neue? Der neue, also der ganz normale 2013er. Den habe ich noch nicht runtergeladen. Das ist bestimmt richtig gut, ey. Ich meine, der ist todesalt. Rote Fraktion. Was? Da spiele ich gerade. Okay, es geht einfach in den Fenstermodus, wenn es will. Also wie Starbound bei mir. Ich kann es einstellen auf Vollbild und es stellt sich einfach jedes verfickte Mal wieder um. Fenstermodus, wahr. Wahr oder falsch? Ich liebe solche Übersetzungen. Beste Übersetzung ever. Abbruchmannschaft, okay. Was? Nein, ich möchte mich nicht anmelden, ich möchte einfach nur ein bisschen was kaputt machen, okay? Charakterkomplex, Waffe 2, ja, okay. Charakterauswahl, ich spiele. Hä? Ich spiele auch Dead Pixel oder so ein Mist. Du brauchst mehr Energie. Ich hab kein Dead Pixel. Klarst du das? Nein, das hast du, verdammte Scheiße, wie oft denn noch? Ach scheiße, das habe ich mir ja im Halloween-Sale gekauft. Ja, okay. Ich vergesse mal, was ich mir wann kaufe. Ich hab's einfach. So wie du alles. Was ist? Da hinten ist eine Stadt. Okay, einen einzigen Gegner vergiftet. Ich sollte daran vorher denken.
Ich sehe übrigens gerade gar nichts, weil das Licht von meinem... Oh, da ist ein Gegner. Warte. Psch, psch, psch. Es war ein wilder Kampf. Bestien und Menschen, verstehst du? Dann kam ein Riesenzyklop, knurrend und brüllend, und er zerschmetterte die Brücke. Ich will kaum unsere Sachen kaputt machen, das gefällt mir. Die Straße nach Athen wieder frei ist. Halt doch mal die Fresse. Der Typ hat gerade was Wichtiges erzählt. Übrigens ein bisschen auf den Sack, dass dieses Ding so viel Energiedefizit lässt. Ähm, 34, das ist eigentlich gar nicht so viel, aber ich habe nicht so viel. Ich habe schon nur 339. Okay, komm, ficken wir hier erstmal die Toten. Jetzt werden wieder Tote gefickt. Das ist ekelhaft. Das wollte ich nicht. Ach, Freunde, ich bin müde. Und ich habe keine Ahnung, ob ich hört, weil ich wahrscheinlich viel zu leise rede. Freddy zockt irgendwas Komisches im Hintergrund. Red Fashion Guerilla. Muss ich fragen, was das ist? Da kann man Sachen kaputt machen, das ist geil. Du hast schon so einen kleinen Komplex, ne? Wieso? Weiß nicht, weil es dir immer in irgendwie allem nur darum geht, möglichst viel zu zerstören und anderen den Spaß zu nehmen. Das ist irgendwie so gar nicht so. Das trifft eigentlich nur so ziemlich 2% meiner Spiele zu, aber okay. Welches nicht? Was man im Multiplayer spielen kann und mit mehreren Leuten? Keine Ahnung. Siehst du? Ich spiele nicht so viel Multiplayer. Das erste, worauf du beim Spiel achtest, ist es günstig. Das zweite, hat's einen Multiplayer? Nö. Doch. Danach entscheidest du immer. Nein. Danach habe ich nur gestern entschieden. Sonst noch nie. Raketenwerfer. Oh. Singularitätsbombe. Das hört sich interessant an. So, erstmal heilen. Dann hier nochmal kurz ein paar Spinnis ficken. Ich krieg langsam Hunger. Ich sollte demnächst was essen gehen. Eine Pizza im Ofen. Ich hoffe doch. Wie lange haben wir noch? Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Freddy? Hä? Wie lange haben wir noch? Weiß ich nicht. Guck mal nach. Guck du doch nach. Nee, ich hab keinen Timer gestellt. Ich mach grad ein Haus kaputt. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger. Heul doch, kratz den Sitz aus der Muschi. Heul du doch. Du kannst ja ausnahmsweise mal einen Timer stellen. Ich sollte wieder mit Kirschi aufnehmen. Hä? Ich sollte wieder mit Kirschi aufnehmen. Ach so, weil der immer einen Timer falsch stellt, okay. Weil der einmal einen Timer falsch gestellt hat. Aber okay. Kratz mal bitte deinen Sand aus deiner Muschi. Ich kratz dir gleich mal den Sand aus der Muschi. Kannst du jetzt bitte auf den Timer gucken? 5 Minuten, nein, 6 noch. Dann schaffe ich sogar noch die Ruine hier, Mensch. Das wäre toll. Bin gleich sowieso tot. Boah, habt euch mit dem Typen überhaupt keinen Schaden, ey. Na doch, jetzt. Eben habe ich dem Typen überhaupt keinen Schaden gemacht, Alter. Das schon, der will mich bumsen. Ah, Falle. Und nichts. Super. Ich hasse übrigens, dass mein Titan-Quest immer so ein bisschen nachhängt.
Und dann sehe ich erst mega spät die ganzen Fallen, die irgendwo sind. Und ich bin todesschlecht equipped, glaube ich. Ich sterbe hier noch so einfach. Na egal. Aktivismus Maul. Ich sollte mal wieder verkaufen laufen. Was kann man denn hier mal umsortieren? Gar nichts, okay. Toll gemacht, super. Super. Was ist denn gerade auf Origin Angebot? Der nächste Gegner gleich. Komm mal her, Kinnis. Komm mal her. Eine Giftwolke rein. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Noch ein Wolf. Eichenherz ist an. Gleich mal wieder wegbumsen. Zack, den noch hauen. So, einen Part muss ich eh noch aufnehmen. Dann ist die Woche nämlich wieder voll. Die nächste glaube ich auch noch. Gut, jetzt haben wir wieder genug Zeugs. Dann kommen wir da unten gleich hin. Da ist der nächste Spasti. Die haben mich schon gesehen. Die locke ich jetzt erstmal aus seinem... Wow, fuck, sind das viele jetzt. Du brauchst mehr Energie. Die Schnauze, ich brauche gar nicht mehr Energie. Ich brauche deine Mutter gleich mal. Du brauchst mehr Energie. Zack, zack. Die sind alle hin. Ja, Moment. Dich. Ich komme gleich. So, jetzt hauen wir erstmal dem hier aufs Maul. Er ist tot. Und ich verabschiede mich kurz. Bis gleich. So, hallo Freunde, willkommen zurück. Ich krieg jetzt einen Kaffee. Den kriegt er nicht. Ungefähr 2000sten heute. Nachdem ich heute in der Fahrschule schon keinen Kaffee gekriegt habe, krieg ich wenigstens hier einen. So, und ich bin eine Zeit mal ein bisschen weitergelaufen, nicht weit. Diesen Zauber kannst du noch halt doch die Fresse, du dumme Schlampe! Kann man nicht ausstellen? Boah, geht die mir auf den Sack, ey. Boah, ist die nervig, ey. Gleich aufs Maul hauen. Hauptsache erstmal todesviel da Zeug da rauskriegen. Boah, wie laut dein Mausrad einfach mal ist. Danke. Bitte. Oh, ein Stab. Yeah, such good. Gut, erstmal auf zum Händler. Übertriebene Nackenschmerzen. Und hab mir gerade, ja, ich hör's, ich habe ja noch einen Augenblick. Circa eine Minute länger. Ich verkaufe jetzt auch eben die Sachen, dann gehe ich zurück. Freunde. Warum hast du eine Minute länger? Weil ich gerade kurz pausiert habe. Ich bin sicher, dass ich genau. Sorry, dass ich lebe. Okay, das ist besser als meiner. Den kann ich verkaufen. Der Helm ist todesgut. Den kann ich mal vergessen. 16 Rüstung plus, Alter. Warte mal, der macht dann insgesamt 37.
Er macht dann insgesamt 43 Rüstung. Ja, Jackpot. Da machen 5 Stärke und nein, die machen da beide nichts gegen. Da toppen sie nicht. Du mehr 4 Rüstung, 28 Rüstung und 5 Stärke. Und der macht auch nicht viel. Das sind beides die. Die sind schlechter als meine. Das ist viel schlechter als meins. Mein Schild hat sowieso momentan nichts. Macht Stärke. Also kriegt er die nicht. Sind schlecht. Der Ring ist für Energie. Der Ring ist für Blitzwiderstand, Kältewiderstand, Energie. 71 Energie und Verteidigungsagilität oder so. Keine Ahnung, ich lese mir mal nicht ganz durch. Die Beinschienen würde ich gerne benutzen, aber die kosten 91 Intelligenz, das heißt. Nö. Entschuldigung, die sind zwar saugut, aber nö. Spielerstufe 18 behalte ich mal. Scheiß Kopis. Ich will ja eh keinen in den Dreck. So, ich meine, wer geht schon auf Schwertkampf und dann auch noch Doppelwaffen? Ich meine, dann ist man ja total OP. Ach so, genau. Das kommt auch nochmal dahin. Die kommt dahin, das dahin. Da kaufe ich nochmal irgendwelche zu, falls ihr euch fragt, warum unten 24 steht, weil das nur ein Vierer ist. Halt die Fresse oder ich töte dich einfach. Und jetzt muss ich los. Haut da rein, Leute. Tschüss.